Guten Morgen. Wir haben es 11. Ich dachte mir, wir machen heute einen ganz ruhigen Morgen. Ich backe Kanelbüller. Ich habe diesen Sommer noch keine gebacken hier, deswegen ist es auch mein erstes Mal. Mein Papa hat mir schon den Ofen hinter mir angemacht, weil wir haben ja hier keinen Ofen. Also früher hatten wir einen Ofen, aber jetzt haben wir keinen mehr. Jetzt haben wir noch einen Holzofen. Der ist schon an, der wird jetzt warm. Und wir machen so lange den Hefeteig. Und ja, ich nehme euch ein bisschen mit. Ich zeige euch das Rezept. Ich habe euch das schon mal gezeigt. Aber meine Videokünste sind besser geworden und man guckt sich, glaube ich, neue Videos immer lieber an als alte. Ja, viel Spaß beim Angucken. Wir fangen an mit dem Hefeteig. Ich packe euch ein Rezept in die Videobeschreibung rein. Wir fangen jetzt aber damit an, dass wir erstmal 50 Gramm Butter im Topf schmelzen. Einfach deswegen, weil die Butter muss weich sein. Dann packen wir die Milch hinzu und dann bröseln wir die Hefe rein. Wenn die warme Butter mit der kalten Milch zusammenkommt, dann hat das Ganze eine Körpertemperatur und dann kann die Hefe hinzu, weil wenn es zu heiß ist, dann stirbt die Hefe ab. Deswegen schmelzen wir erstmal die Butter. Während die Butter schmelzt, geben wir schon mal alle trockenen Zutaten in unsere Schüssel. Das ist eine Prise Salz, 50 Gramm Zucker, 480 Gramm Mehl und wenn man es mag, man muss wissen, ob man es mag, ich mache immer auch ein bisschen Zimt und Kardamom in den Teig, muss man wissen, aber ich finde zum Beispiel, also es sind ja Kanelbülle, also es ist eigentlich nur Zimt, aber ich liebe Kardamom, deswegen mache ich immer eine Mischung aus Zimt und Kardamom. Das kann man dann machen, wie man möchte. So, das Ganze sieht jetzt so aus und diese geschmolzene Butter, die nehmen wir jetzt runter. Da kommen jetzt 300 Milliliter Milch hinzu. Ja, genau, weil jetzt ist es nicht mehr so heiß. Jetzt kann ganz entspannt die Hefe hinzu, ohne dass es, dass sie kaputt geht. Das müsst ihr nicht, aber ich muss immer wieder nach dem Holz gucken. Weil sonst ist unser Ofen am Ende nicht richtig heiß. Wir rühren jetzt nochmal 5 Minuten und dann stellen wir ihn zum Ruhen kurz hin. Das ist mein fertiger Teig. Am besten sollte er so lange gehen wie möglich. Ich lasse ihn jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde stehen, weil wir morgens und ich will die auch noch irgendwann essen. In der Zeit machen wir ein bisschen Instagram. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn der Teig ein bisschen aufgegangen ist. So, ich habe mir schon mal 50 Gramm Zucker, 50 Gramm Zucker, ich habe mir schon mal 50 Gramm Butter abgemessen. Die muss weich werden, deswegen stelle ich die jetzt ein bisschen in die Nähe vom Ofen, weil die muss sehr straff, also wie so eine Butter, die so 2 Stunden nach dem Frühstück noch draußen stand. Dann haben wir hier einmal 50 Gramm Zucker, das ist jetzt für die Füllung. Ich mische gerne schon den Zucker nicht mit der Butter mischen, ich weiß nicht, woher das kommt, nicht mit der Butter mischen. Den Zucker mit Zimt und Kardamom mischen. Ich mache trotzdem meistens immer noch was drüber, weil es schmeckt einfach so gut. Ich verstehe nicht, wie man Zimt nicht mögen kann. Ich finde das so geil. Also, es gibt ja voll viele Menschen, die das nicht mögen. Da muss doch glatt das Döschen aufgemacht werden. Es schmeckt so gut. Aber es ist wahrscheinlich auch Gewöhnungssache, weil ich als Kind schon immer Kanelbülle und alles gegessen habe. Das ist für mich wahrscheinlich total normal und es gibt voll viele, die mögen kein Zimt. Oh, könntet ihr das riechen? Wow. Wir, würde ich sagen, rollen jetzt aus. Der Ofen ist heiß, der Ofen ist warm. Und wir rollen jetzt mal aus. Mein Hefeteig ist natürlich noch nicht so gut aufgegangen, wie er sollte. Aber lasst ihn einfach länger stehen.
und dann wird das schon gut. Ein ganz bisschen Mehl drunter, nicht zu viel, weil sonst wird er zu fest, der Teig. So, jetzt kommt unsere Butter drauf. Jetzt verteilen wir unseren Zucker. Erstmal so grob und dann verstreichen wir das noch. Jetzt verstreichen wir das so, dass wirklich an jeder Ecke ein bisschen Zimt und Zucker und Kardamom ist. Und jetzt rollen wir es eng zusammen. So langsam vorarbeiten und immer schön eng. Dann nehmen wir uns ein Backpapier und ein scharfes Messer und schneiden sie in Stücke und drücken sie so ein bisschen platt. Jetzt brauchen wir ein Ei, weil wir bepinseln das Ganze mit Ei. Jetzt kommt noch Hagelzucker drauf. Wenn ihr keinen Holzofen habt, dann brauchen die circa 8 Minuten bei 250 Grad. Und ich muss mal gucken, wie lange ich die Süßen backen muss, weil bei uns ist es ein bisschen komplizierter. Frühstückstisch ist gedeckt. Wir machen jetzt Kaffee. Man könnte ja mal sagen, man würde mal ausprobieren, ohne Kaffee morgens klarzukommen. Aber ich probiere es gar nicht erst aus, weil ich brauche einfach meinen Kaffee morgens. Es geht nicht anders. Es geht wirklich einfach nicht anders. Wenn ihr riechen könntet, wie gut es hier drin riecht, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Es riecht einfach wie in einer Bäckerei. Ich weiß, dass ich es nie machen werde, aber wenn alle Stricke reißen, dann mache ich eine Bäckerei auf und backe nur so Kanelbülle und mache aber auch so ein bisschen Food, also so ein bisschen Essen, so wie zum Beispiel diesen Taco, den ich immer mache, also Taco oder dieses Toast oder irgendwie sowas. Oder meine Pizza und dann mache ich so Gebäck. Kanelbülle, Kardamombülle, Kuchen, irgendwelche Klotkorker, Torten. Oh, ich hätte so Lust drauf. Es ist wahrscheinlich mega anstrengend und man muss da, glaube ich, richtig viel brennen, dass man das macht. Aber wenn alles reißt, dann mache ich das. Look at these babies. Meine haben jetzt ein bisschen länger gebraucht, meine haben, glaube ich, fast 20 Minuten gebraucht, aber sie sind sehr schön geworden. Guck mal, wie kurz mein Teig nur gegangen ist und trotzdem sind sie so hochgekommen. Also gelungen, sehr gelungen. That's my breakfast. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. Ich bin sehr glücklich. Ich frühstücke jetzt. Kaffee, Käsetoast, Marmelade. Ich esse mal Marmelade und Käsetoast. Kann ja gerne mal. Ich finde es voll geil. Voll viele schreiben, das ist voll abartig, aber ich finde es voll geil. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr von Marmeladebrot mit Käse haltet. Ich esse das, seit ich klein bin hier in Schweden, immer. Und ich habe es eigentlich nie in Deutschland gegessen, aber irgendwie in letzter Zeit habe ich auch angefangen, es in Deutschland zu essen. Schmeckt richtig gut. Übrigens, ich mag nur sehr würzigen Käse. Wenn ihr in Schweden seid, dann empfehle ich euch Prestost, also Prestkäse. Der heißt einfach P-R-E-S-T. Der ist sehr gut. Der ist sehr würzig und hat so nicht was von Parmesan, aber irgendwie so, ist so ein bisschen bröckelig, nicht so schmierig.
Das ist sehr geil. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr noch so sehen wollt an Videoideen oder auch an Backideen, schwedisches Gebäck. Da gibt es viel. Wir können auch nochmal andere Art von Bülle backen, also Kardamombülle oder Mandel. Ich glaube, es gibt auch Mandelbülle oder irgendwie sowas. Könnt ihr mal gerne schreiben. Es gibt auch noch welche mit so einer mega geilen Zuckerschicht. Das ist auch richtig geil. Ich hoffe, ihr hattet schöne 10 Minuten oder was das auch hier gibt. Abonniert mich gerne. Es hilft mir und es hilft euch. Und es zeigt mir, dass ihr mich stetisch guckt und nicht einmal und dann nie wieder. Danke, dass ihr den Morgen mit mir verbracht habt. Es sind sehr große Oschis geworden, aber sie sind sehr schön. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bye, bye.